So, genau, schlechte Witze gemacht. Ich muss mich konzentrieren, denn ihr holt auf. Ihr holt viel zu schnell auf. Das Projekt kommt so gut an. Also ja, ihr habt jetzt heute die Folge gesehen und ich nehme heute auch noch auf. Also es ist ganz nah dran. Normalerweise habe ich immer so ein paar anderthalb Tage oder so Puffer. Aber jetzt wird's eng. Das heißt, Konzentration, keine Fehler machen. Wobei, jetzt fallen die Fehler dann eher auf und ich kann sie eher fixen. Ne? Ist auch gut. Wir haben die zweite Mondbasis angefangen zu bauen. Die ist noch nicht fertig, richtig? Richtig, die ist noch in Mache. Wir müssen ja die ganzen Jobs verteilen. Wo sind meine Agenten? Da sind meine Agenten. Können wir Punkte verteilen? Ja, können wir. Es wurde bei den Organisationen angemerkt, dass ja, es ist sehr verlockend, alles jetzt in Admin reinzustecken. Aber später kann man denn nicht andersrum agieren. Man ist denn quasi abhängig davon, die Organisation zu haben, um die Stats zu bekommen, um arbeiten zu können. Das heißt, man kann dann keine Organisation nehmen, die dann einfach nur, keine Ahnung, Boost oder andere Ressourcen geben. Man braucht halt die Organisation, die die Stats geben für den Job. Das heißt, ich sollte mich da ein wenig zurückhalten, auch wenn es sehr verlockend ist. Und das klingt sehr logisch und das mache ich dann auch. Also du bist unser Überzeugungsmitglied, richtig? Ja. Das heißt, du kriegst... harder Target. Plus 2 Sicherheit. Oh, sowas klingt auch sehr praktisch. Ja, ich will ungern, dass irgendeiner von uns geflippt wird. Mach das bitte. Das bräuchte auch unbedingt die Ente. Die Ente braucht das sowas von. Ja, aber wir haben ja gecheckt. Ich habe ja irgendwo hier noch meine Schmierliste. Knatsch, knatsch. Da. Meine Schmierliste mit den aktuellen Zahlen. Und das sieht okay aus. Dann. Ne. Das hätten wir also auch. Die Forschung. Da konzentrieren wir uns komplett darauf. Was machst du? 5 Organisationen können pro Monat erworben werden. Ja. Das hat Giro sehr gut gewählt. Das kann so weiterlaufen. Noch eine Sache, auf die wir jetzt regelmäßig achten müssen. Also zusätzlich zur Organisation, Experience und den ganzen Jobs, ist die Anzeige hier oben rechts. Also wenn dann ein dritter Punkt dazu kommt, müssen wir überlegen, wie wir vorgehen. Dann, du machst deine Ratsfunktion, das ist richtig. Wir können... Also Plan war ja gerade, Polen zu knacken. Heißt... Ready for orders. Du würdest jetzt... Säuberung machen. Ein Kontrollpunkt einer feindlichen Fraktion entreißen. Wir haben 98% Chance dazu. Säubern. Und dann... Wert am wenigsten Moral? Rico mit 12. Nee. Ich würde lieber weiter die Propagandamaschine laufen lassen. Reporting in. Und wie stabil ist Polen? Ziemlich stabil, okay. Müssen eigentlich noch mal knacken, ne? What's the up? Aber das kannst du nicht. Where do you need me? Das wäre auch Polarwolfs Job. Könnte jemand anders das übernehmen? Nee, ne? Das Übernehmen ist ja... Standing by for orders. Ready. Eine Spionage, das kann nur sie machen. Nee, dann Raketo, du bist von ein paar Leuten aufgedeckt. Du versteckst dich einfach mal. Versteckst dich da. Going and hiding. At your service. Du ebenfalls von der Schutzherrschaft. Verstecken. Okay. Anchoring down. Das ist alles okay. Weiter. Fünffach Geschwindigkeit. Going into hiding. Offering support. Das ist soweit alles okay. Also machen wir jetzt jede Runde einmal knacken, einmal übernehmen, einmal knacken, einmal übernehmen. Und dann haben wir irgendwann Polen. Ich bin mir fast sicher, dass es in der Version, die ich vor einem Jahr oder was gespielt hatte, so war, dass man alle drei auf einmal knackt. Was dann sehr frustrierend war.
Oh, da bin ich mir nicht sicher. Was ist da passiert? Ein großer Waldbrand ist in der Region Juba im Südsudan ausgebrochen. Okay. Lauffeuer. Ein großer Waldbrand ist in der Region Novosibirsk in Russland ausgebrochen. Der Brand bedroht einige bewohnte Gebiete. Wir können den Schaden begrenzen, indem wir Einsatztruppen dorthin schicken. Ja, auf jeden Fall, auch wenn das 20 Operations kostet. Zack, Pause. Wann ist der Mond fertig? Bump. Kann man das hier irgendwie... Ah, okay. Das war auch ein guter Tipp aus den Kommentaren. Dass man hier, wenn es später unübersichtlich wird, dass man hier dann alles schön filtern kann. Du bist fertig. 20. März, also in 8 Tagen. Und du am 14. März. Oh, das habe ich schlecht getimed. Ja. Also in 8 Tagen ist es dann einsatzfähig. Und dann sollte das hier auf 0 springen. Oder auf minus 0001 oder so. We're in control here. Ja. Der Ruf mit denen sollte jetzt gut runtergehen. Die jungen Beziehungen. Na, noch ist nur im Konflikt. Ja. Habitat-Modul fertiggestellt, aber das ist halt nur die Stromversorgung. Das bringt uns alleine nichts. Unintelligente Alien-Lebensformen wurden in der Region Peshawar, Pakistan gesichtet. Das kannst du machen. Heading to the LZ. Acknowledged. Auch eine gute Sache, die wir regelmäßig checken sollten, ne? Hier, Terraforming. Auch wenn wir da gut dabei sind. Wer weiß, wer weiß. Sieht aber okay aus. Zurück hierhin. Dann. Standing by. Lavol, bitte einmal knacken. Das sollte jetzt ja ein Ticken einfacher sein, weil wir schon einen Punkt haben, oder? Nö. Wir kriegen zumindest keinen Boost. Kriegen wir weniger Abzüge? Scheinbar auch nicht. Okay. 8 Punkte Einfluss sollte reichen. Da. At your service. Belarus. Wir müssen irgendwie später einen Deal machen mit den Exoditen, dass wir das bekommen. Das kann nicht so ein Loch in unserem riesigen Moloch hier sein. Das ist komisch. I will tell our story. Da boosten. Ready for my mission. Ja, Wissenschaft geht ein bisschen runter. Das könnte damit zu tun haben, dass wir jetzt mehrfach fusioniert haben und die anderen Länder hatten halt nicht viel Wissenschaft. Das sollte eigentlich okay sein. Je demokratischer wir werden, und je einiger wir uns sind und noch ein paar andere Sachen beeinflussen das. Genau, die Forschungsproduktion einer Nation errechnet sich aus dem Bildungsniveau, Wirtschaft, Zusammenhalt, Demokratie und Unruhen. Wir haben keine Unruhen, wir sind noch autoritär, aber wir gehen Richtung Demokratie. Das sollte okay sein. Ja. Du... Propagandakram. Making our case. So. Und neue Sachen. Hat irgendwo noch Platz? Nur einer Slots, ne? CERN. 40 Forschung, 3 Wissenschaft. Das ist gut. Und Erfahrungspunkte? 19. Ja, nächste Runde dann. Oh, bibib. Warum bibibst du mich an? Achso, das drücken. Gut. Lending my expertise. Dann müsste es gleich aufploppen, dass wir die Mondbasis fertig haben. Jetzt? Irgendwie? Es hat nicht mal pausiert. Wir haben eine Mondbasis gebaut. Das ist doch... Was habe ich gerade getan? Ich habe irgendwas aktiviert hier. Also es ist halbwegs praktisch. Ich wüsste nur ganz gerne, wie ich das gemacht habe.
Wird bestimmt hier in den Kommentaren erklären, ne? Ja. Klicken wir jetzt mal das weg. So. Mondbasis. Wir sind bei... Minus 0,76. 0,67. Minus 0,62. Also es verbraucht selber 1,4 und es produziert nur 2,6. Also haben wir nur 1,2 Boost. Das ist traurig. Und es kostet auch 1,4 Wasser. Und das Ding... Also wir haben einen definitiven Boost an Wasser. Ich hätte aber eigentlich mehr davon erhofft. Trotzdem haben wir jetzt... Ja, minus 0,021 aus Habitaten. Was machen wir jetzt mit dem Wasser? Aufbauen auf jeden Fall. Ja, wir werden es für die anderen Basen brauchen, aber trotzdem. Schade, können wir hier noch irgendwo was machen? 0,32, das reicht nicht mal um... Nee. Das reicht nicht mal um Kosten zu decken. Also ja, wir hätten dann noch mehr Basismaterial, aber nee. Nee, nächstes Ziel, was das angeht, wäre der Mars. Da brauchen wir aber die Forschung für. Da. Zeitfenster für Start von der Erde, jetzt. Das finde ich sehr gut mit dem Startfenster. Dass halt der Abstand Erde-Mars gering ist, mit Einberechnung von der Flugzeit. Das heißt, wir müssten jetzt... ja, du brauchst länger als ein Jahr rum, ne? Ja. Das heißt, wir huschen dem davon. Trotzdem sollte sich was ergeben. Ich weiß nicht genau, wie die Zeitfenster sind, aber ich denke, so in einem Jahr würde es dann am meisten Sinn machen, die Habitate rüberzuschicken. Public Opinion is moving in our direction. Gab es da nicht sogar ein... Oh, ich glaube, da gab es sogar ein Fenster für. Warte. Flotten und Schiffsbau. Nein. Forschung. Transferplaner. Herkunftsort. Erde. Destination. Mars. Mars. Warum sagst du mir kein Ziel? Also ich kann jetzt gerade noch nicht hinfliegen. Ich dachte, er zeigt mir jetzt die Fenster an, wann die Planeten am nächsten wieder dran sind. Dass ich so ungefähr planen kann. Aber das ist wirklich jetzt zum Berechnen vom Treibstoff und all so ein Gedöns. Nee, okay. Weiter. Targets got away. Was? 5%, come on. The people will come to our side. Polen hält sich. Polen, die unter Kontrolle von die Schutzherrschaft, hat sich entschieden, aus der Föderation mit der Europäischen Union auszutreten. Das ist ärgerlich, weil hätten wir Polen übernommen komplett und wären auch Teil von der Europäischen Union, dann hätten wir schön die Boostpunkte von Frankreich und Deutschland mit abzwacken können. So ähnlich wie wir das schon hier in den baltischen Staaten, Finnland und Norwegen machen. Das war eine gute Idee von der KI. 5 Organisationen. Oh ja, sehr schön. Dann hätten wir noch gerne... Wollen wir jetzt schon mal anfangen mit den Mars-Vorbereitungen? Ich sehe das ehrlich gesagt nicht so schnell kommen. Eventuell, wenn die sich dazu entscheiden sollten... Kommt das dann nach, aber das dauert noch bis zum 26. So ein paar Monate. Ich mach das mal. Wir nehmen jetzt Kernspaltungsreaktor. Da kommt ein Punkt rein, da kommt ein Punkt. Wir verteilen es wieder. Dann geht das hoffentlich einigermaßen auf. So. Weiter. Score one for the good guys. Aliens werden verbrannt.
Schweden unter Kontrolle von Humility First hat und Polen haben ihre Allianz aufgelöst. Polen unter Kontrolle von Schutzherrschaft und Deutschland haben ihre Allianz aufgelöst. Wird da jemand panisch? Das ist gut, wie die die KI angepasst haben. Also solche Details habe ich nicht in Erinnerung gehabt von meinen ersten Spielen von einem Jahr oder zwei. Where do you need me? Du knacken. 87%. Targeting their center of power. What's the op? Die Bevölkerung mag uns sehr. Du wirst schon wieder von vielen gesehen. Wobei ich weiß gar nicht, ob ich ihn versteckt hatte. Going silent. Du dich mal. Du bist eh unser schwächstes Link in der Kette. Sichern? Nee, du ballerst weiter Propaganda. I will tell our story. Where to? Und was sagen unsere Nationen? Nordkorea. 4,1 dahin. Restoring order. Gut. Warum werden die Kosten hier höher? Wir haben noch nichts Neues im All gebaut. Oh doch, das Forschungslabor ist fertig. Ja, never mind. Tätigen. Hunkering down. I will help them. Da. Things are cooling off. Das kannst du wiederholen. The people will come to our side. Kannst du wiederholen. We've neutralized their D-People. Okay. Das war jetzt auch nur für den einen Punkt, ne? Behalten Sie den Kontrollpunkt, wenn Sie keine regulären Punkte mehr haben. Weil normalerweise sind das halt die zwei Kontrollpunkte von der Nation. Und wenn man einen davon hat, hat man quasi Anrecht auf den finalen. Das heißt, wenn jetzt hier wir sind und da ist ein Feind, können wir beide versuchen, den letzten Punkt zu bekommen. Aber wenn wir den wegnehmen, behalten Sie trotzdem die Exekutive? Das wäre schon komisch, finde ich. Schauen wir. Ansonsten ist es ruhig. Ja, neue Missionen. Und neue Organisationen. Jade Security. Angriff auf Alienbestand? Nee. Zwei Einfluss ist nett, aber ist nichts Wildes. Da braucht man Neapel. Nö. Da ist nichts Wichtiges. Du kannst. Wir können das Security mal rausnehmen. Scheinbar ist Security echt nur dafür da. Für defensive Zwecke, nicht für irgendwelche Missionen. Das sollte dann passen. Kommando. Na, bis 10 Verwaltung können wir gehen, würde ich sagen. So. Noch wer? Bei dem müssen wir unbedingt Sicherheit boosten. Oder halt, irgendeinen Perk, der auch Sicherheit macht. Streetwise plus ein Sicherheit Win in Home Nation. Er ist nicht häufig in Home Nation. Ja, ne, müssen warten. Reporting in. Du klaust dir das Gebiet. We're taking power. Standing by for orders. Und Doug. Doug will die Vereinigten Staaten übernehmen. Ist okay, Doug. Alles gut. Wo könnten wir noch was stibitzen? Rumänien brauchen wir auch, oder? Ja, später brauchen wir auch Rumänien. Das ist auch schon pre-knackt quasi. Your orders? Aber Where do you need me?
nur Polarwolf, kann ich das holen. Standing by. Du kannst da trotzdem schon mal die Kriegstrommel trommeln. So. Dass die uns da mehr mögen. Und dann klauen wir aber nur den Punkt da. Und wenn das geht, dann auch den. Den von der Akademie versuchen wir zu ignorieren. Offering Council. Das macht die Forschung. 7. Mai ist das fertig und komm schon hier, Humanity First. Wobei Humanity First wird irgendwas Kriegsmäßiges erforschen. Wahrscheinlich Kriegswaffen für Raumschiffe. Das wäre doof. Das braucht nämlich lange. Und also es bringt uns was, Schiffe abzuschießen, auf jeden Fall. Aber ich will halt erst auf dem Mars. Das ist denen nur wahrscheinlich recht egal. Die wollen aber Aliens töten. Public sentiment is increasingly with us. Public sentiment is increasingly with us. Schön, dass die uns alle mögen. Jetzt sagt man, dass uns Polen gehört. Ja. Okay, der letzte Punkt nicht. Also den müssen wir auch noch erobern. Ist in Ordnung. Prioritäten. Balanced. Weiter. Oder ist hier irgendwas ganz im Argen? Ihr seid homogen, die Ungerechtigkeit ist nicht hoch. Oh, Raumfahrtprogramm ist fast fertig. Schön. Ja. Die haben auch versucht, ein bisschen Geld rauszuziehen. Das wäre eigentlich auch noch interessant gewesen, wenn die KI merkt, oh, der Feind hat relativ leicht einen Kontrollpunkt von mir genommen. Setze ich mal alle meine Prioritäten in den verbleibenden zwei Kontrollpunkten komplett auf Beute, um einfach noch Geld rauszuziehen. Aber anscheinend haben, also entweder wurde es gar nicht beachtet, oder die haben gedacht, dass die noch länger gegen anstinkern können. Wir können jetzt die Ankunftsmärkte erforschen. Hatten wir das nicht gerade eben? Ich dachte, wir hätten das gerade eben. Ist das wiederholbar? Ich dachte nicht, dass es wiederholbar ist, sondern es warte. Ankunftsmärkte da. Wir erweitern unseren Zugang zu globalen Finanzmärkten, um neue Organisationen für unsere Ratsmitglieder zu gewinnen. 5 Organisationen können zusätzlich pro Monat erworben werden. Nee. Bin ich jetzt mit Sugar oder was? Vielleicht war das andere Organisation aus dem einen Milieu, also irgendwas, keine Ahnung, kriegerisches und jetzt haben wir was Finanzielles, wo die Organisationen herkommen. Egal, mach weiter. Weg. Wir haben genug Ressourcen, um das National Reconnaissance Office für eines unserer Ratsmitglieder zu erwerben. Wir haben Washington nicht, Mädel. Was zählst du da? Ja. Einmal ignorieren. Du hast deine 20 Punkte. Sicherheit. Wow. Okay. Wir wollen es hier nicht zu einfach machen. Hm? Gut. Dann. What's the op? Wolf. Ready for my mission. So, Tux müsste sich eigentlich nochmal verstecken. Evading pursuit. Du müsstest dich auch mal zwischendurch verstecken. Ready. Raketo auch. Going silent. Acknowledged. Duck, Duck nicht. Where to? Ready for my mission. Auch nicht. Dann knack den Rest von Polen. Help. Applying pressure on their people. Bestätigen. Ich übersehe gerade nichts, richtig? Die Forschung läuft. Wir gucken Organisationen. Wir checken unsere Agenten wegen Experience und so. Und im All haben wir 2 Außenposten auf dem Mond. Wir haben eine Plattform um die Erde. Die anderen haben auch alle nur eine. Ich denke, das ist okay. Ja. Gut. Initiating deep cover. Weiter. Initiating deep cover.
Weiter. Initiating deep cover. Da ist auch nix. Wir haben noch gut Kontrollpunkte über. Our case remains unheard. Du Nasenbär. We've hit them where it hurts. Okay, erfolgreich gebrochen. Nächste Runde flippen. Und dann when sofort faced in with a large Ominien problem, weiter. We must think small. Look to the mongoose, fearlessly striking down the king cobra, or to the Eurasian stoat, killing prey nearly 10 times its mass. Chancellor Li Qingzhao, lecturer at Tsinghua University. Mhm. Nanotubes. Nanoröhrenpanzerung werden wir erstmal nicht nutzen und Nanoröhrchenfilamentkühler als Heatsink. Auch erst, wenn wir später die Raumschiffe haben. Aber es sollte freischalten, dass wir oder dass irgendjemand so eine Art Fabrik oder so erforschen kann. Ja. Und yes! Mission zum Mars! Okay, let's go! Wir brauchen... Also die Raumschlepper werden fertig auf jeden Fall vorher. Kernspaltungsreaktor erforschen wir. Brauchen wir noch irgendwas da drüben? Habitat? Habitat haben wir, glaube ich, schon. Nee. Ich glaube, das ist soweit alles okay. Ja. Das lassen wir so weiterlaufen. Dann schicken wir instant, sobald die Forschung durch ist, eine Sonde hin. Da können wir ein wenig schnüffeln, was die anderen so an Ressourcen haben. Ressourcen. Die müssen jetzt ja theoretisch alle noch ihre erste Mine auf dem Mond bauen. Und die beiden besten Spots haben wir uns geschnappt. Das heißt, die müssen jetzt gut Ressourcen ausgeben, um einen schlechteren Spot zu bekommen als wir. Und sie bekommen wahrscheinlich nur einen. Also, ne? Sehr gut. Eventuell skippen sie den Mond aber auch komplett und gehen sofort zum Mars. Aber das sieht bei den... Na, wobei, du hast 19,4, wir haben 20. Ja. Und dadurch, dass sie keine Basis auf dem Mond haben, haben sie auch weniger Unkosten, was das angeht. Wie viel ist es bei uns? Ja, okay, 0,023, ist egal. Das da ist besorgniserregend. Dass sie so overcapped sind. Ist das okay bei euch beziehungsmäßig? Toleranz, ja. Im Konflikt. Was ist da passiert? Die Schutzherrschaft ist neuerdings im Konflikt mit den Untertanen. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Und deswegen ist es interessant, alle Fraktionen mal zu spielen. Weil genau so wie wir unsere Story-Elemente zwischendurch haben, was wir halt machen müssen mit den Entführungen und so weiter, so haben halt die auch alle ihr Ding. Bei der Akademie kenne ich es zum Beispiel, Achtung Spoiler, dass ab einem gewissen Punkt, ich weiß nicht das genaue Datum, aber ab einem gewissen Punkt stellt sich halt raus, dass die Aliens böse Dinge tun und dann verlieren sie super viel Ruf in der gesamten Welt. Und alle ihre Kontrollpunkte werden geknackt, sind also leicht zu flippen. Eventuell ist da irgendwas passiert, deswegen. Und so werden die anderen halt auch jeweils Meilensteine haben. Und eventuell ist hier bei der Schutzherrschaft ein Meilenstein, dass sie irgendwann merken, oh, eventuell kommen wir doch nicht so gut klar. Und werden auch von den Aliens irgendwann weggeputzt, wenn die anderen vernichtet wurden. Und jetzt haben die auch ihre Zweifel und stehen auch im Konflikt. Das wäre sehr interessant. Könnte aber auch einmal random sein. Das weg. Gegner planen, wir planen. Wir hätten gerne neue Organisationen. Du bringst 3. Ja, das klingt gut. Trage aus Weltraumbergbau wäre gut. 2% ist halt echt, ne? Mehr Wirtschaft. 2 Spionage. Du, nein,
Das brauchen wir noch. Washington. Projekt stehlen ist halt nicht das, was ich dachte, was es ist. Alienbestand. Ich gucke, ob ich irgendwo das Stehlen von Organisationen finden kann. Aber das ist nicht drin, nee. Dann als nächstes, welche von den kleinen wir uns holen. Ich bin momentan eher bei den zwei Spionagepunkten. Ja, das heißt, du kriegst die Organisation. Ist teuer, ja. Zack. Und dann zwei Spionage und zwei Operationspunkte mehr pro Monat oder was. Ja. Wir können dich auch augmentieren. Ja. Feindliche Ratsmitglieder erkennen. Welche? Warte. Du kannst das Töten machen. Das Töten ist auch das Spionieren. Gefangen nehmen ist ermitteln. Das Projekte stehlen können wir leider gerade nicht sehen. Können wir es im Wiki nachgucken? Mission, Missionsliste. Dum, 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 dum. Genau, also untersuchen, ne, klar, Lupe. Ermordung ist Spionage. Das Umstimmen ist überzeugen. Feindliche Übernahme. Das ist das Clown. Das hätte ich gerne. Das läuft auf Admin. Okay. Projekt stehlen ist auch Spionage. Ja, ich denke, Spionage ist dadurch dann wesentlich interessanter. Du augmentieren Spionage. Und geh weg. Unsere Wissenschaftlerin. Government. Government wäre praktisch für diese tollen Dinger da. Haben wir aber gerade nichts, was Admin gibt, dass sie genug Slots bekommen könnte. Wir haben halt nicht die gewissen Länder. Ja. Nee, dann nur noch einmal Wissenschaft. So. Dass deine Ratsfunktion dann mehr bringt. Hey. So, dann... Ihr seid jetzt alle schön untergetaucht. Das heißt, ihr könnt weitermachen mit... Wo ist denn das noch sicher, ne? 30. Juni ist jetzt nicht so super lang. Kannst du das oben drauf boppen? Ich denke schon. Du übernimmst jetzt komplett Polen. Tux stabilisiert Nordkorea mit. We'll make things safe. Und Rico kann weitermachen jetzt mit der Ratsfunktion und die macht sie noch durchgehend. Sie war jetzt nur einmal kurz abgetaucht und die sehen uns schon wieder. Was zur Hölle? Sie hat genug Loyalität. Offering assistance.